Wir haben noch der 26. Juni 2024, zweites Video heute, und es geht darum, was plant die geistige Welt? Und wer ist die geistige Welt überhaupt? Und was sollen wir hier in dieser Verbindung der neuen Spiritualität, was ja mit neu wenig zu tun hat, weil wir ja seit 1998 in einer ganz großen Auffrischungswelle sind, so heißt es. Wir haben dann 2004 einen Sprung gemacht, ganz groß, 2008, 2016, 2018 und 20 fing es dann so richtig an, auszuräumen mit alten Machenschaften. Und hier sind wir jetzt mittendrin. Ich gebe jetzt das Wort einer Seelenpartnerin, so nennt sich diese. Auch sie kommt von der geistigen Ebene und sie sagt: Margit, lass mich sprechen. Ihr Menschen habt eine ganze Patrouille um euch herum. Hier stellen wir jetzt eines um das andere euch vor. Hier gibt es zuerst die mütterliche Essenz. Jeder von euch hat in eurem Heimatplaneten, da wo ihr hergekommen seid, eine Mutter. Und diese Mutter steht immer an deiner Seite. So wie du im Außen, so hoffen wir, deine liebende Mutter für dich annehmen konntest. Alles, was du im Außen hast, hast du auch im Innen. Ob du es aktiviert hast oder nicht, ist wieder eine ganz andere Rolle. Also du hast von deinem Heimatplaneten deine geistige Mutter. Und wir bitten jetzt den Kontakt zu der geistigen Mutter. Sie sagt: Oh, wie schön, ihr ruft uns. Wir sind alle für unsere Kinder da. Wir haben so viel euch zu berichten. Die Welt wird groß und stark gemacht. Es gibt nicht dieses Überleben müssen. Es gibt zwar sehr viel Überschwemmung noch. Für viele Menschen bedeutet dieses Heimatloslassen. Aber es kommen immer wieder neue Helfer dazu. Und genau ihr, die jetzt schon viel von uns erfahren durften, können andere schulen, dass sie nie ganz alleine sind. Wir wissen, dass speziell eure Jugendlichen aus den Ruder fahren. Sie wissen nicht mehr, wo es lang geht, haben meistens von zu Hause nicht unbedingt einen gestärkten Rücken und bekommen selbst noch sehr viel dunkle Energien aufs Dach. Hier sollte viel mehr in der Welt gereinigt werden. Und wie reinigt man? Indem ihr große Stützen seid, indem ihr das goldene Licht durch euch durchfließen lässt. Wir aktivieren somit auch das goldene Licht bei jedem, der hier dieses Video zuhören möchte. Dann gibt es den Seelenvater, auch der hast du vom Heimatplaneten noch in deiner Seelenspeicherung. Wir bitten um den Seelenvater. Er sagt: Wir glauben, dass ihr nicht wisst, wo ihr wirklich noch klarkommen könnt. Wir glauben, dass ihr in einer größeren Krise als jemals ein Krieg vonstatten im Außen gemacht hat, steckt. Es ist eine Art Seelen Empfinden der ganz neuen Art. Ihr werdet noch einmal sprichwörtlich auf dieses einzig wahre Ich bin zurückgesetzt. Loslassen wird sich noch über Jahre euch zeigen. Wir, die Väter, die von eurem Heimatplaneten da sind, stärken euch den Rücken. Wir sind immer zwei, du und ich, also der Vater und das Kind. Hier bekommen wir ganz viel Hilfe. Nun haben wir natürlich auch noch jene, die schon gegangen sind, all deine Lieben, all deine Ahnen, die gestärkt wurden, als sie gehen durften. All diese bitten wir nun genauso in diesen Energiekreis. Wir bringen euch sehr viel Mut, aber auch das Verständnis, dass viele Menschen momentan nur das Dunkle ausleben wollen. Wir bringen euch ganz viel Mut. Es braucht sehr viel weiße, helle Energie, dass ihr nur dann seid, wenn ihr losgelassen habt. Übt im Loslassen, im Vertrauen zu bleiben. Übt, denn was euch stärker macht, ist der Gottgeist. Wer an Gott vertraut, ist gut aufgehoben. Der Gottgeist ist immer die Taube, die einkehrt. Glaube an Gott. Das kommt von der Aufgabe des Jenseits, weil sie haben es schon gelebt und konnten vielleicht dieses Gottglauben gar nicht aufbringen. Aber du kannst es in dieser Verbindung, die wir im Miteinander leben dürfen. Das nächste ist die Geistführerin. Hier gibt es männlich und weiblich. Der Geistführer hast du aus einer anderen Inkarnation mitgebracht. Er, sie wurde dir an die Seite gestellt, dass du mit allen deinen Lebensprozessen bestens umgehen kannst. Nicht jeder ist
geöffnet genug, um ihn wahrzunehmen, sie oder ihn. Weil ihr nicht wollt, weil ihr vielleicht noch verkümmert seid. Je offener ihr seid, je besser die Begegnung. Aber eins ist wichtig, die Geistführer, männlich wie weiblich, stehen, auch wenn du es gar nicht wahrnimmst, ein Leben lang neben dir. Es gibt aber genauso Führungswechsel, wo dein Geistführer nicht mehr die richtige Phase unterstützen kann und so ausgewechselt wird, weil du gerade in einem neuen Lebensprozess hineingegangen bist. Für dieses brauchst du gar nicht groß zu wissen, nicht groß zu kommunizieren. Und doch aktivieren wir nun den Geistführer und bitten nun um ein klares Zeichen. Normalerweise müsstest du gleich merken, wie du stärker wirst, aufgerichteter. Und dabei brauchst du nur zu wissen, dass du einen Geistführer hast. Und das macht dich schon stark. Dann hast du drei Schutzgeister neben dir. Schutzgeister bedeutet, es sind Menschen, wie ihr es seid, die aber aufgestiegen sind. Sie kennen alle Bereiche des Lebens, sind aber schon aufgestiegen. Sie helfen, wo du nicht mehr den Glauben hast. Dann stehen sie da und bitten über deine Träume, dass du nicht aufhörst zu glauben. Sie geben dir nicht Lösungen ein, aber sie stehen zu deinem Bittprozess. Das heißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann stehen diese drei Schutzgeister neben dir. Menschen, die aufgestiegen sind. Hat jeder. Nun kommen wir in die Erzengelenergie. Die Erzengelenergie ist mächtig. Es gibt hier 7, 14, 49 Strahlen. Das habe ich heute auf der Homepage erklärt. Ist vielleicht gerade gut, wenn ich es hier nochmal erkläre. Du kannst also die 7, die 14 und die 49. Nimm dieses wie so einen Halbbogen. Du kannst morgen dich mit den Erzengeln verbinden und dann bekommst du zum Beispiel, wie heute in der Homepage erklärt, die 3. Die 3 steht also, dass du in deinem körperlichen Bereich eine Lösung brauchst. Dann würde, wie hier in diesem Moment, Erzengel Michael gerufen. Das brauchst du nicht mal zu wissen. Denk einfach 7, 14, 49. Die 3 heißt also, du brauchst eine Hilfestellung auf der körperlichen Ebene. Und dann schreibst du diese Zahl, die du für die Erzengel bekommen hast, weil du brauchst nicht 49 und tausende mehr Namen zu wissen. Mach's mit Zahlen, ist weitaus einfacher. Dann schreibst du diese Zahl, die 3, dorthin, wo du glaubst, es zu benötigen. Lenke dich auf deine Intuition und du wirst merken, es wird leichter. Die 7 bis 14 ist dann für alles, was du an äußeren Themen hast, alles, was hier in Ordnung gebracht werden muss. Sie sagen, alles, was mit Aufräumarbeiten zu tun hat, alles, was mit Aufopferung zu tun hat, alles, was mit verschnupft sein, nicht auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene. Und dann die Ab 15 kommt dann die Seelenebene. Das sind ganz große Geschichten. Du bist bereit, eine Prüfung zu bestehen. Du bist bereit, in eine neue Meisterschaft einzutreten. Ich nehme ein Beispiel. Bei mir wäre es jetzt die 41, neues Sakrament annehmen. Und hier geht es gar nicht darum, dass du hier ein Studium daraus machst. Es ist nur eine Hilfestellung. Erzengelenergien empfangen. Ich verbinde mich am morgens mit dem Erzengel. Bekomm die Zahl, nimm es wahr, lass es entweder einfließen oder schreibe es direkt auf den Körper. Können sogar Kinder. Kannst du es für dein Kind tun? Kannst du genauso. Aber ich sage immer wieder, weniger ist mehr. Es geht ja hier darum, dich mehr denn je in die neue Spiritualität einzulassen. Das ist schon eine gute Möglichkeit. Wen haben wir noch? Wir haben noch 7 Schutzbefohlene. Du hast Jeder Mensch hat bis zu 7 Wächter, nennen wir es Wächter. Dieses können genauso Erzengel sein. Bei mir ist zum Beispiel, bei mir ist es Hilarion, Zachiel, Merkula, Medikus, Albana und Scheroma. Habe ich noch nie gefragt. Einer fehlt noch, okay? Jesus. Wusste ich längst, war immer klar für mich. Ich habe also große Verbündete um mich, wie du auch, und diese zu aktivieren ist eigentlich nicht so einfach,
weil es über Öffnungen passiert. Das heißt, wenn du genug geöffnet bist, mehr denn je deinen Weg gegangen bist, dann tritt einer dazu und sagt, jetzt lehre ich dich. Dann nimmt er dich vielleicht ein, zwei, fünf, sechs, 7 Jahre an die Hand und irgendwann sagt er, nun haben wir einen Schlüssel gesteckt, das Tor ist offen und du gehst einen neuen Weg. Da kommt der nächste, wieder der nächste und dieses geht dein Leben lang. Und was ihr hier lernen dürft, geöffnet sein, im Kanal geöffnet sein. Und hier möchte ich die nächsten Jahre viel mehr Menschen weitergeben. Ich habe ja jetzt wirklich mein 25-jähriges geistiges Arbeiten. Und das ist für mich so unglaublich, weil dazu mal habe ich wirklich gedacht, vielleicht ein, 2 Jahre. Und dann wurden immer mehr und mehr und mehr Jahre. Und ich merke, ohne das geistige Arbeiten gibt es auch keine Margit. Das ist eine ganz starke Verbindung. Ich habe gemerkt, als wir in Spanien unten waren, wir bekamen einen Kamin in unser Haus. Da kam der Chef, der den Kamin bauen sollte. Und innerhalb der nächsten 5 Minuten hat er mir die ganze Geschichte, Lebensgeschichte erzählt. Dann kam der nächste und wieder bekam ich die ganze Lebensgeschichte erzählt. Das heißt, ich bin ein sogenannter Apostel. Und das bist du auch, wenn du es möchtest. Das heißt, du bist jeden Tag da, um die Welt zu korrigieren. Nicht indem du sagst, ich schicke dir Liebe und Licht, ich schicke dir Liebe und Licht, ich schicke dir Liebe und Licht. Das ist nicht. Es geht darum, dass du über den Geist geöffnet bist. Und das sollen wir trainieren. Das werden wir auch trainieren. Und ich merke jetzt schon wieder, dass schon wieder einfach zu lang wurde das Video. Aber eines muss ich noch erklären. Und das ist die Trauerarbeit der alten Energie. Hier brauchen wir das kleine Kind. Das kleine Kind, das sagt, ich mache mir Sorgen, dass es nicht funktioniert. Ich mache mir Sorgen, dass mich keiner liebt. Ich habe Angst, dass ich nicht bestehen kann. Und hier machst du eines. Ich habe dir vorhin erklärt, du hast die Mutter und den Vater. Und hier gehst du entweder zu deiner geistigen Mutter und stellst dir mal vor, wie diese geistige Mutter deine Hände, nee, Blödsinn, dass sie die Arme um dich legt. Und du lässt einfach los. Schließ deine Augen für einen Moment und du wirst merken, sie nimmt es ab. Und wenn du wirklich Tat und Rat brauchst, dann stehst du deinem geistigen Vater. Das ist ja das, was das Kind sich wünscht, Eltern zu haben, die sie immer unterstützen, immer, egal wo sie stehen. Und vielleicht ist das etwas, was wir noch ganz arg lernen werden müssen. Wir sind immer verantwortlich für unsere Kinder. Und die Kinder ahmen uns nach. Und wenn sie außen Trouble machen, dann sollten wir dringend darüber nachdenken, was wir hier an Liebe vergessen haben, uns selbst zu geben. Und das wird auch noch ein großes Thema, das wir hier zusammen besprechen. Wie ich sehe, werde ich doch noch ganz viele Videos machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und erstmal sagen wir ein kleines Kapitel, was ist in der neuen Welt alles möglich? Hier die Erklärung geistigen Helfer für dich zur Verfügung gestellt. Danke.